Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Der Dow Jones, ja, er hat es nicht geschafft, gestern einen Tagesschlusskurs unter ja, diese letzten Support zu bringen bei den 17.555 bzw. 17.550 Punkten circa zu schaffen. Er hat hier einen schönen Spike drunter gesetzt bzw. einen schönen Docht von circa 160 Punkten, aber letztendlich war das hier nichts Nachhaltiges. Ist aber auch nicht so schlimm, denn prinzipiell unser Short-Szenario, betrachten wir das gleich mal als erstes, sah ja vor, dass wir uns hier ein bisschen stabilisieren an diesem Tief, beziehungsweise spätestens an diesem 100er Fibo Expansion Level, beziehungsweise dieser abwärts projizierten Trendlinie, und dass wir dann hier diesen Retest zur ehemals gebrochenen Trendlinie antreten. Was steht da jetzt im Fokus? Ja, wenn wir hier, oder es bleibt einfach dabei, sollte sich der Kurs weiter stabilisieren können, beziehungsweise weitere Gewinne generieren können, dann bleibt es hier bei dieser Kombination von dem Fibo Expansion Level 50 mit dieser Trendlinie, Daily 50er, 55er EMA und 10er und 13er EMA. Diese ganze Clusterzone hier wird auf jeden Fall interessant. Ich kann es auch mal gern markieren. Muss ich bloß hinkriegen, mal hier diese Ellipse zu fassen. So, also hier diese ganze Zone wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sollte er sich dort befinden. Weitere Einstiege sind hier kurzfristig möglich, beziehungsweise habe ich einen kurzfristigen getätigt, und zwar hier an dem 61.8er Fibo Expansion Level, war eine Kombination mit dem H410er IME. Hier war mir es einfach am realistischsten, dass er hier nochmal einen kleinen Dreher hinlegt. Ziel ist jetzt aber hier nicht das große Short-Setup für diese Position, sondern ja, dieser Test von oben nochmal an dieses Fibo Expansion Level oder vielleicht sogar noch runter an die 17.500 Punkte nochmal. Also dieser ganze Bereich. Interessant, habe jetzt sogar 150 Pip Take Profit berechnet und 50 Pip Stop Loss circa und dementsprechend CAV von CAV, und das ist ja auch auf jeden Fall in Ordnung. Gerade für so einen freitäglichen oder so einen kleinen Trade zum Ende der Woche ist es ja auf jeden Fall gut, und mal sehen, was draus wird. Auf jeden Fall war es ja schon mal eine sehr, sehr gute Einstiegszone. Wir sehen auch, wie sehr gut diese Fibo Expansion Level auch wieder funktionieren. Das ist so fantastisch. Also ich benutze sie halt nicht ohne Grund, also weil sie einem sehr, sehr gute Signale liefern. Jetzt nicht punktgenau, das muss nicht sein, aber auf jeden Fall so kleine Anhaltspunkte von Widerständen und Unterstützung, die man sonst vielleicht gar nicht gleich gesehen hätte. Ja, Long-Signale gibt es meiner Meinung nach erst wieder, sobald wir aus dieser vermeintlichen bullischen Flagge ausbrechen oder Konsolidierungsformation ausbrechen, oder wenn wir zumindest hier dieses Hoch von 18.120 Punkten oder meinetwegen auch 18.150 Punkten long brechen. Also das wäre mal auf jeden Fall eine Maßnahme, dass wir diese Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs hier brechen. Also das ist zwingend notwendig, damit hier wieder was passiert, auf jeden Fall. Weil ansonsten habe ich hier kein großartiges Long-Signal, ja. Alles, was hier unterhalb dieser Zone passiert, also zwischen diesen 17.000 Punkten und zwischen diesen 18.000, ich gehe gleich mal in den höchsten Punkt, und diesen 18.260 Punkten, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Deswegen habe ich auch gesagt, auf Short seid ihr nicht zu ambitioniert in die Ziele gehen. Maximal haben wir erstmal bis zu den 17.000 Punkten Platz. Hier ist eine riesige Supportzone, hier muss das also, und bis hierhin muss er es erstmal schaffen, ja. Also in beide Richtungen hier zu traden, darf nur so passieren oder sollte nur so geplant werden, dass man das wirklich noch realistisch einschätzt. Dass man nicht den Fehler begeht und denkt, okay, oder dass man nicht den Fehler begeht und während der Setup-Planung die Position eigentlich schon hier unten im Gewinn sieht beim Short oder schon beim Long schon bei 20.000 Punkten sieht. Also wirklich bitte realistisch die Situation einschätzen und dementsprechend planen. Das eben von mir Gesagte überschneidet sich auch wieder sehr, sehr gut mit diesen Fibonacci, nicht mit den Fibonacci, sondern mit den Pivot Points. Ja, also ich habe ja gesagt, dass er hier den quasi vielleicht nochmal den Test machen könnte von oben hier ran an diese gestrige fast gebrochene Supportzone,
Und hier liegt auch wieder dieser Daily Pivot Point bzw. der DM3, also eine sehr, sehr gute Zone, die sich auch hier mit den Pivot Points überschneidet. Ansonsten hier oben unser potenzieller Retest an der Trendlinie haben wir den Monats-Pivot Point, den Weekly S1, also auch das wieder eine sehr, sehr gute Überschneidungszone oder eine sehr, sehr gute Resistance-Zone, die sich hier auch wieder mit den Pivot Points deckt. Ansonsten unsere Targets auf Short-Seite auch sehr, sehr gut mit unseren, was wir hier gelegt haben, das 123,6er-Niveau für die FIBO-Expansion beziehungsweise auch ja, das, den 200er, 237er Daily EMA überschneidet sich auch sehr, sehr gut mit Daily S3, Weekly S3. Also das sind alles interessante Zonen beziehungsweise das Ziel, was ich mir vielleicht noch für das Ende der Woche jetzt vorstellen könnte, ja, möglicherweise vorstellen könnte, wäre hier ja der Weekly S2 in Kombination mit dem Fibonacci Expansion Level 100. Aber das werden wir sehen, ob er das überhaupt schafft oder ob wir heute in den Indizes bloß ein wenig Erholung sehen zum Ende der Woche hin. Also das wird sich zeigen, können wir jetzt eh noch nicht sagen, aber die potenziellen Ziele und Einstiegszonen haben wir uns gelegt für den Dow Jones und dementsprechend sind wir damit eigentlich durch. Ja, der DAX, jetzt haben wir ihn hier, ich musste kurz probieren. Ja, den DAX haben wir hier auch momentan immer noch in einer Art, ja, was ist es, bullischen Flagge könnte man es bezeichnen oder halt einfach in einer Konsolidierungsformation, ja, auch hier eher im nicht Short-Modus, aber im Korrekturmodus, Erholungsmodus, sowas in der Art, so könnte man es dann doch bezeichnen. Wir haben gestern ja einen Bruch durch diese, oder wir haben allgemein einen Bruch durch diese ehemals wichtige Supportzone von 11.815 Punkten circa oder 11.840 Punkten gehabt. Das war auch unter diesem H450er, 55er IME, konnte sich aber relativ schnell wieder stabilisieren. Also es war eher eine Art, man könnte es als Fehlausbruch unter diese Zone bezeichnen, aber da wir eben auf Grundlage der Tatsache, dass wir uns eben innerhalb so einer möglichen oder potenziellen Konsolidierungsformation befinden, hat diese Unterstützungszone wenig Bedeutung für mich oder der messe ich jetzt weniger Bedeutung bei, gerade auch was den Fehlausbruch angeht. Klar ist das jetzt ein schönes Long-Zeichen, ja, aber solange wir uns, also theoretisch ein Long-Zeichen, aber solange wir uns innerhalb dieses untergeordneten Abwärtstrends bzw. der Konsolidierungsformation befinden und solange wir auch diese letzten Hochs bzw. jetzt Widerstände nicht gebrochen haben, befinden wir uns weiterhin in der Korrektur bzw. in der Konsolidierung. Deshalb jetzt hier keinen Einstieg zu wagen, ist natürlich, muss natürlich nicht sein. Ja? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, es zu versuchen, sollte er nochmal hier runterkommen an den H450er, 55er IME bzw. diese ehemalige Supportzone. Da kann man es natürlich probieren, hier mit einem sinnvollen Stop das Ganze long zu traden. Aber ansonsten würde ich jetzt schon gerne warten, bis ich hier mal entweder wenigstens an diesen Widerstand trifft, bei ca. 12.000, was sind das, 12.050 Punkte, beziehungsweise bei den 12.120 Punkten, sowas in der Richtung. Und wenn er dann diese Trendlinie nochmal antestet, dann den Einstieg hier zu probieren, fände ich sehr, sehr attraktiv, beziehungsweise wenn er diese Widerstände bricht, dass man dann beim Test des gebrochenen Widerstands hier reingeht. Ansonsten, alles, was jetzt hier dazwischen ist, ist für mich eher potenzielles Niemandsland. Wir können auch mal uns die Pivot Points anschauen. Natürlich, hier kommen wir auch an den Weekly Pivot Point. Das ist ein heftiger Widerstand in diesem Bereich. Also sollte er hier short abprallen, dann würde es mich nicht großartig wundern. Und ansonsten, wenn er das bricht, wäre das ein tolles Zeichen in die Long-Richtung. Supportzone sehen wir auch hier diesen Daily Pivot Point sehr, sehr deutlich, beziehungsweise in Kombination mit dem Weekly S1, aber werden wir sehen, wie er sich heute im Laufe des Tages verhält. Ja, wir haben es jetzt gerade mal 9.15 Uhr heute früh und da kann natürlich noch einiges passieren. Diese erste H4-Kerze sagt ja noch gar nichts darüber aus, wie dieser Tag heute enden wird. Deshalb sind wir gespannt. Die wichtigen Zonen haben wir, da brauchen wir jetzt auch hier nicht großartig spekulieren oder mutmaßen, denn es gibt nur diese wichtigen Zonen und entweder werden sie gebrochen oder eben nicht. Da brauchen wir jetzt auch nicht stundenlang vor dem Chart sitzen. Das britische Pfund gegen den US-Dollar hält sich hier konstant unter den 1,50. Wir haben noch zwei Positionen im Markt. Das ist erstmal die hier oben, die wir lange, lange geplant haben. Ich zeige es nochmal auf dem Weekly Chart.
Müssen wir hier rein zoomen. Ja, das hatten wir hier, diese schöne Widerstandszone bei den ca. 1,55 bzw. 1,5530, so diese Richtung 1,5550. Dort haben wir einen schönen Einstieg bekommen und ja, ich hatte auch gesagt, dass das auf jeden Fall langfristig geplant ist und dass der auch drin bleibt. Ist ja auch immer noch 57 Pip im Plus. Großartig zittern muss man hier nicht wirklich. Weiterhin drin ist noch die 1,50er Position, die ich hier gelegt hatte damals beim ja, Retest dieser 1,50er Zone. Hat er hier diese H4-Kerze unter den 1,50 geschlossen. Deshalb war für mich hier das Sell-Limit angebracht. Ja, ich habe den Stop eigentlich schon Break-Even gehabt. Als er hier aber permanent diese Zone wieder antesten wollte, habe ich den Stop doch nochmal über die ehemalige oder an den ehemaligen Platz gelegt, wo er auch vorher war, über diesen Zwischenhoch und das ja, war dann trotzdem hier entspannte 50 Pip und da wird mir das hier erstmal nicht gefährlich, denn wenn hier wirklich was Nachhaltiges kommt über die 1,50, 1,50, 40, 1,50, 3,80, sowas in der Richtung, dann müssen wir uns sowieso Gedanken machen, wie wir hier weiter vorgehen auf Short-Richtung, aber solange bleibt der Stop jetzt erstmal über der ehemaligen Zone und ich behalte mir natürlich auch vor, den weiterhin anzupassen. Natürlich nicht in der Form, dass ich ihn jetzt zwangsläufig jedes Mal wieder wegziehe, sobald der Kurs hier ein Stück rüberkommt. Das macht ja dann keinen Sinn, weil er soll ja zur Kapitalabsicherung dienen, das ist ja klar. Aber wenn er hier bloß mal diese 1,50 antestet oder hier maximal in den Bereich des H4 200er kommt, ja, da würde ich vielleicht noch mitspielen mit dem Cable, weil er manchmal schon so ein paar Fehlsignale gibt und deswegen jetzt aus so einer schönen Positionierung rauszugehen, weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht. Ansonsten sollten wir hier wenigstens schon mal dieses letzte Tief von 1,48 brechen oder diese, ja, diese, allgemein diese letzten Tiefs. Ich markiere es mal mit diesem kleinen grünen Balken. Bloß noch wischen, jetzt habe ich ihn. Ja, wenn wir diese letzten Tiefs hier brechen, dann ist es ein schönes Signal für mich, die Position auch Break-Even zu stellen von den 1,50. Ansonsten dienen diese Zonen natürlich auch als potenzielle Einstiege. Ja, wenn er diese letzten Tiefs bricht, bei einem Retest an einen sinnvollen Pivot Point oder einen sinnvollen Daily oder H4 EMA, könnte ich mir durchaus dann auch wieder kurzfristigere Setups vorstellen oder kurzfristige Einstiege vorstellen. Kann man auf jeden Fall dann sagen, beispielsweise, wenn wir hier diese ganze Supportzone mal zusammenfassen, wenn er hier durchbricht und bei dem entsprechenden Retest könnte man hier reingehen, hätte einen möglichen Stop über den 1,47850 relativ knapp oder man legt es halt über diese 1,48, dann müssen wir sehen, was er hier in diesem Bereich noch macht. Also hier per Treppensteigen kann man sicherlich sich den ein oder anderen Einstieg noch genehmigen. Das werde ich auch dementsprechend tun, solange es Sinn macht. Ansonsten, ja, muss ich zu Protokoll geben, auch ich übersehe natürlich regelmäßig mal so wahnsinnig deutliche Zeichen, die einem auch potenziell tolle Einstiege genehmigt hätten. Und das war hier diese Trendlinie, die ich absolut überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, durch diese zwei Tiefs im H4 gekennzeichnet, beziehungsweise ja, durch diese zwei Tiefs gekennzeichnet, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe mich bloß auf horizontale Widerstände und Unterstützungen gestützt, weil der Cable an sich schon sehr, sehr heftige Muster gemacht hatte und da habe ich natürlich versucht, so wenig wie möglich Einflüsse auf mich wirken zu lassen. Aber in diesem Fall hätte es sich natürlich gelohnt. Wir hatten hier einen Ausbruch und den entsprechenden Test dieser Trendlinie. Die Pufferzone hier hat sich auch wieder sehr, sehr gut bestätigt. Und als dann hier mal dieser große Spike kam, ja, wo alle schon von der großen Britisch-Pfund-Stärke wieder geredet haben, dann wäre das hier ein potenziell toller Einstieg gewesen. Mit Stop meinetwegen hier über diesen Zwischenhochs, ja, mit 100 Pip Stop Loss oder über den H4 237er EMA. Hätte, Fahrradkette. Leider hätte man hier wirklich schönen Einstieg bekommen. Vielleicht hat ihn der ein oder andere auch bekommen. Wer ihn bekommen hat, gerne mal unter den in die Kommentarzeile schreiben. Und da sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch, denn ja, das ist ja jetzt auch schon hier sehr, sehr viele Pip im Plus. Was haben wir jetzt hier? 350 Pip im Plus. Herzlichen Glückwunsch zu dem Einstieg, wer ihn hier bekommen hat. Ansonsten, nächstes Ziel ist hier die 1,45 bzw. 1,45540, dieser ganze Bereich, den wir haben, den haben wir schon festgelegt. Da befanden wir uns noch innerhalb dieser Range oder dieser Formation, meine ich, also innerhalb dieser Wimpelformation, hatten wir schon festgelegt: Mensch, das ist hier eine gute Supportzone. Da hatten wir viel Expansion Level etc.
Und das ist schon schön zu sehen, dass sich wirklich diese langfristige Planung auch total lohnt oder beziehungsweise, dass diese langfristige Planung dann auch irgendwann bezahlt macht. Ich habe es gerade schon erwähnt, Fibo Expansion Level, die musste ich anpassen natürlich, die Fibo Expansion. Das hatte ich ja gestern schon zum Euro-US-Dollar gesagt. Wenn sich was ändert, signifikant ändert an den letzten Hochs und Tiefs, muss man die Fibo Expansion natürlich anpassen, weil sonst macht sie einfach keinen Sinn mehr oder nützt einem nichts mehr, liefert Fehlsignale etc. Die letzte war hier der Hochpunkt, hier der Tiefpunkt und hier wieder der Hochpunkt. Und jetzt haben wir es so angepasst, das macht am meisten Sinn. Und wir sehen auch sehr, sehr gut, wie schön diese Fibo Expansion Level funktionieren. Wieder einmal, er hat hier über diesem oberhalb des 100er Fibonacci Expansion Levels geschlossen, die Daily Kerze. Und das ist natürlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen oder auch ein sehr, sehr übliches Zeichen oder Reaktion, dass er sich dann hier erholt, auch mal ein bisschen heftiger. Ja, ich hätte hier so, sogar beispielsweise noch den Platz bis zu dem 38,2er Level eingeräumt. Das auf jeden Fall hätte ich für nicht unrealistisch, hätte ich für nicht unrealistisch eingeschätzt, auf jeden Fall. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Fibonacci Expansion Level und da sehen wir, das 100er muss mal gebrochen werden, damit wir wieder ein neues Tief generieren können, beziehungsweise ein nachhaltiges Tief generieren können und das nächste ist dann das 123,6er Level. Auch hier könnte es dann zu einer größeren Gegenbewegung kommen. Wer meine Analysen kennt, der weiß, das 123,6er Niveau ist für mich immer, was hier passiert, ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Level, weil ich an diesem Punkt dann keine große Lust mehr verspüre, hier irgendwie in die Short-Richtung zu traden oder in einem bullischen Trend in die Long-Richtung dann zu traden. Das ist einfach viel zu gefährlich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier sogar bis zu diesem 61,8er Level nochmal hochkommen. Also, dass wir quasi in einer größeren Gegenbewegung diese 1,50 antesten. Wir hatten zwar hier mal einen kurzen Test auf H4-Basis, aber wenn wir uns das anschauen, dieser ganze Trend verläuft ja eigentlich auf Weekly-Basis und da wäre es einfach durchaus sinnvoll, wenn wir nach einem Schub von dann circa ja, 400, 470, vielleicht, ich runde es mal auf 500 Pip, unter den 1,50 dann einfach nochmal eine Gegenbewegung starten und das Ganze großflächiger testen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, mindestens erstmal bis zum 100er Expansion Level. Sollten wir natürlich hier sofort einen Weekly Close unter dem 123,6er Niveau haben, dann müssen wir uns Gedanken machen über Einstiege, aber ich rechne jetzt erstmal potenziell nicht damit. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Trading-Tag, viel Erfolg heute zum Freitag und ansonsten dann bitte ich alle darum, einfach am Wochenende den Laptop auszumachen oder den MT4 auszumachen und einfach mal das Wochenende ohne Charts zu genießen. Die Ruhepausen sind sehr, sehr wichtig und ihr werdet sehen, dann werdet ihr mit neuer Kraft in die neue Woche starten. Wer mich jetzt als letztes hört vor dem Wochenende, dem wünsche ich schon mal ein schönes und entspanntes Wochenende und sage Tschüss.